bisschen Defizite, aber von den Sprüngen ebenbürtig auf jeden Fall. Sie kann auch den dreifachen Axel. Bin mal gespannt, ob sie ihr volles Risiko geht. Sie müsste es eigentlich. Ja, denn sie hat jetzt, das wäre die einzige Chance. So, aufgepasst, liebe Zuschauer, gleich am Anfang. Entweder oder. Jetzt ist sie dabei. Gelungen. Erste Dreifachachsel. Und bisher einzige. Da wird es auch bleiben. Schöner war es auch noch. Aber ich glaube, sie ist damit an Martin vorbei. Wenn sie jetzt den Rest ganz immer sauber nach Hause bringt. Was für ein Programm, liebe Zuschauer, ein Höhepunkt dieser Weltmeisterschaften in Tokio war dieses junge Mädchen, Mao Asada. Was für ein Programm, mit welch gigantischen Inhalten. Ich meine, die Koreanerin hat die Tür ja aufgemacht, aber man muss doch in die solche Tür erst gehen. Aber sie ist nicht durch die Tür gegangen, sie ist durch die Tür geflogen, die kleine Mao Asada. Oh, das war
vielleicht in der Gesamtheit mit das beste Kürprogramm, das es je gegeben hat. Natürlich gab es schon mal Salko vierfach, dreifach Axel dazu, aber Henrik in der Gesamtheit ein wunderbares Programm. Ja, wirklich. Sensationell. Hei, hei, hei. Oh. Also das wird sie nach vorne katapultieren. Ja. Ich habe mal ausgerechnet, wenn man die Stürze von Yuna Kim mit einberechnet und davon ausgeht, dass die Programmkomponenten wahrscheinlich darunter auch gelitten haben, braucht sie 62 Punkte in dem Technischen, um zu gewinnen oder an Yuna Kim vorbeizuziehen. Ich denke, sie wird einen Wert in den 70ern bekommen. Also das wird noch nicht mal knapp. Das wird nicht mal knapp. So, aufpassen nochmal. Schauen Sie sich das an. Der dreifache Axel von Mao Asada. Dann kam noch diese wunderschöne Kombination, wo es ein kleines bisschen Zittern und Bangen gab. Ja, bei der Doppelachsel-Dreifach-Tulo-Kombination, genau. Da... Ich warte eigentlich drauf. Aber insgesamt, welche Nervenstärke hat denn eine 16-Jährige, die dann vor eigenem Publikum, nicht irgendwo draußen am Lande, sondern in Tokio vor eigenem Publikum, vor vollkommen verrückten Eiskunstlauffans eine solche Darbietung hinzubrettern. Und Brian Olser, ich kann da jeden verstehen, liebe Leute, der aus dem Häuschen ist, Rafael Arutunjan natürlich, genau. Der da aus dem Häuschen ist. Der andere, den ich genannt habe, Brian Olser, der springt nicht so rum momentan. Nein. Und vor allen Dingen mit der Ausgangsposition, sie war enttäuschend im Kurzform. Jeder hat eigentlich den Sieg von ihr erwartet. Dann war sie plötzlich nur Fünfte mit 10 Punkten Rückstand. Und dann so eine Kür hinzulegen, das ist unglaublich. Jenseits von Gut und Böse diese Kür. So, jetzt geht's. Aber im Technischen entscheidet sich's. Ich bin mir sicher, ja. Es wird locker reichen. Henrik, es kann nicht die Frage sein. Es wird vermutlich sogar so sein, es könnte zu einem Doppelsieg der Japanerinnen hier kommen. Ja, 69 70 Punkte fast. 62 reichten ihr, sie ist vorbei. Wahnsinn. Sensationell. Die Komponenten sind auch gut, da bin ich mir sicher. Denn irgendwo hängt das ja schon auch mit dem ersten Wert zusammen. Fast 8er Wertungen nur. 133,13. Ja. Persönliche Bestleistung. 3 Punkte mehr als bisher in Norwegen, in Japan auch bekommen bei der NHK Trophy. Rang 1 für Mao Asada, was für eine Leistung. Super Sensation.